Herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Spielerunde, in der es besonders unappetitlich vor sich gehen wird. Wie ihr hier am Hintergrund bereits erkennen könnt, wird etwas ganz Besonderes ionisiert werden müssen, und zwar die Menschheit. Für alle Freunde des Dings aus einer anderen Welt oder anderer außerirdische Kreaturen, die sich nur so am Menschenfleisch laben, wurde anscheinend ein wundervolles Spiel kreiert namens Carrion. Dieses wollen wir nun spielen und mir bleibt nur zu sagen, ich fühle mich hier im Schlund besonders wohl. Und die erste Kreatur ist schon im Anmarsch, wie wir hören. Jetzt muss ich erstmal herausfinden, wie das Ganze hier vonstatten geht. Ich bin diese Kreatur, die einmal versucht auszubrechen und schon eine Panik ausgelöst hat. Vor mir wird auch eine Kreatur dargestellt, die aus einem fremden Stern zu kommen scheint. Gut. So, also mein Ausbruch ist auf jeden Fall nicht unentdeckt geblieben und ich versuche mich jetzt mal, ich kann den Schacht leider nicht sehen. Ich muss jetzt selber mal eben diese Kreatur hier entfernen, die sich hier schon herangeschlichen hat. Und jetzt werde ich mich durch diese Schächte bewegen. Oh nein, nein. Ah, da komme ich noch nicht durch. Aha. Ich muss dann. Okay, ich muss erstmal hier lang. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das hier zu steuern habe. Ich hoffe, dass mir das gleich erklärt wird. Hier kann ich irgendwas machen. Oh, lange tentakelartige Arme. So gefällt mir das doch am liebsten. Der Alarm wurde ausgelöst. Ich werde mich dann hier unter diesem Schacht bewegen. Unter Wasser zu sein, macht dieser Kreatur anscheinend nichts aus. Also nicht dieser Kreatur, sondern mir. So, linker Stick ist die normale Bewegung, rechter Stick ist ein Fadenkreuz. Noch scheine ich aber nichts damit tun zu können. So, aim and hold RT to grab objects. Ja, okay. Und pull it to interact. Okay. Ja, da habe ich schon mal das Gitter aus seinem Mauerwerk gezogen. Aber ich kann damit nicht nur Gitter, sondern auch Menschen greifen. Sehen die mich schon? Ah, er sieht mich nicht. Das kann ich das auch rausreißen? Ich werde den langen Weg nehmen. Jetzt ist er eingesperrt. Wo möchte er hinlaufen? Ja, wo möchte er Da bin ich. So, die Kreatur ist hinter dir. Langsam kommt der Tentakel näher. Und da betatscht er ihn schon. Das muss ganz schön schlimm sein. Und da habe ich den Menschen. Aber so schnell machen wir es nicht. Die Kreatur möchte ihre Peiniger bestrafen für das Aufbewahren in einem Reagenzglas. Aber doch, nun hat sie Hunger. Möchte man sich dem noch gleich anschließen. Kann ich den Rest eigentlich auch noch vertilgen? Okay, das gefällt mir schon mal. Ich kann auch noch die Gebeine, die Überreste von den Menschen auffuttern. Okay.
Dann bewege ich mich mal weiter durch dieses Labyrinth eines Labors, in dem ich auch bewahrt wurde. Entschuldigung. Ich muss noch den Torso verspeisen. Aber jetzt spülen wir runter mit diesem leckeren Gebräu. So. Bewegen wir uns mal weiter Richtung Freiheit. Obwohl ich noch gar nicht weiß, ob das meine Agenda ist. Ja, entweder Freiheit. Könnte natürlich aber auch sein, dass meine... Oh, da ist ja ein Mensch. Dass meine Agenda einfach nur bedeutet, dass ich hier alles kontaminieren möchte. Oder einfach nur mich satt fressen. So wie es aussieht, haben die Menschen auch keine Möglichkeit, irgendwo zu entkommen. So. Es geht zu schnell. Tentakeln kommen auf euch zu. Einer nach dem. Und du. Da fragt man sich doch auch ein bisschen, was das Schicksal dieser Menschen so ist. Ne? Was haben die für eine Geschichte? Haben die eine Familie? Welche Hobbys haben die? Spielen die vielleicht selber gerne Computerspiele, in denen sie vielleicht die bösen Aliens besiegt haben? Oh, ich werde übrigens immer größer. Hier liegen noch Beine rum. Die können wir natürlich nicht liegen lassen. Nee, ne? Nein, Lucy ist auch dagegen. Ich kann hier hoch. Nein. Ach, guck mal an. Squeeze in. So wie ich das mit dem menschlichen Körper in meinen Schlund mache. So, dann haben wir hier einen Schalter. Ah ja, ich sehe schon. Wird so eine Art Metroid-Game, oder? Lucy, wird das so eine Art Metroid-Game? So, gerade ist leider aufgefallen, dass das Bild ein bisschen zu nah reingezoomt war. Aber jetzt haben wir das komplette Vollbild und sehen alles. Aber gerade haben wir auch genug gesehen, bezogen auf die zu fressenden Menschenkörper. Und jetzt muss ich mich weiter hier durch diese Katakomben bewegen und immer... Oh, da kann ich bestimmt irgendwas Tolles machen. Ach, erst muss ich hier das Übliche tun und die Gitter rausreißen. Ja. Spread Biomass and Save. Das gefällt mir gut. Das heißt, dass ich wirklich dabei bin... ...das komplette Areal zu kontaminieren. Schön, wir lassen auch noch so einen Schlund da zurück. Auch hier kann ich mich wieder insqueezen. Wie es aussieht, kann ich auch nirgendwo anders hin. Gut, dann machen wir das mal. Ja, ich breche in die Wastelands aus. Da ist ein Mensch, wo ich nicht hin kann. Darunter kann ich, ne? Moment mal. Okay. Das ist spektakulär. Ich gehe mal nach rechts. Ich versuche mal, ob ich weiter raus kann. Ah, da kann ich ins Wasser rein. Da kann ich da runter. Ich aber wieder hoch. Oh, jetzt bin ich hier eingesperrt. Nun gut, aber eine außerirdische Kreatur wie diese mit so vielen Tentakeln, die nach so wenig Menschenfleisch so viel gewachsen ist, die dürfte ja kein Problem damit haben. Hui. So, da kann ich hin. Kann ich, das Holz kann ich bestimmt auch rausreißen, oder? Was? Kann ich nicht? Hier erstmal hoch.
wieder in die Anlage hinein, um mehr Menschen zu vertilgen. Da ist ein Schalter. Gucken, wofür wir den brauchen. Hierfür vielleicht. Ja, die Kreatur scheint nicht nur ein einfaches Biest zu sein, sondern sie versteht das Prinzip von Hebel und Schaltern. Wir haben ja unten was geöffnet. Gehen wir da jetzt auch erstmal rein. Hui! Und seilen uns ganz entspannt ab. Da fragt man sich doch, was für eine Physiologie diese Kreatur hier hat. Aber das werden wir vermutlich nie herausfinden. Geht's denn hier noch runter? Caution, unprotected mineshafts in this area. Ist nichts, was diese Kreatur hier irgendwie beeinflussen könnte. Gibt's eigentlich eine Karte oder so? Ne. Egal, ob ich den Select oder den Startknopf drücke. Hier kann ich mich reinsqueezen. Kann ich nur dieses normale Menü öffnen. Mal gucken, was jetzt passiert. Ja. Oh. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich noch ganz viel ausgelassen habe. Ah, hier kann ich erstmal speichern. Aber nicht wieder zurück. Okay. Es gibt auch Knöpfe, die anders aussehen. So, ab in den Ventilator rein. Aber da passiert mir nichts. Bis jetzt habe ich auch noch keine Gefahren getroffen. Oh, da! Der richtet doch eine Pistole auf mich. Kaum spreche ich es an. Es ist schon soweit. Und die Menschen wollen... Ah, da komme ich nicht runter. Wollen sich gegen mich verteidigen. Das kann ich aber eigentlich nicht akzeptieren. Okay. Also das sieht mir doch schwer nach einem Punkt aus, wo ich irgendwas tun muss. Also hier sehe ich schon den Hebel, aber hier kann ich noch nichts machen. Dann betätigen wir erstmal den Hebel. Na, ich komme nicht dran. Scheiße. Steuerung ist eigentlich nicht so schwer, aber... Oh, da hat er mich gesehen. Wir wollen uns doch von hinten anschleichen. Ob er uns gleich wieder in den Rücken zukehrt. Da machen wir auch keine... Oh, ich habe ihn leider zerrissen. Oh, es tut mir leid. Nicht. Er hatte eine Waffe. Ich musste mich verteidigen. Ich meine, ich habe meinen Hunger ja schon gestillt. Vielleicht wäre ich ja jetzt ab jetzt friedlich gewesen. Obwohl, ich habe das Gambetten an. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass dem so wäre. Und wieder kann ich meine Biomasse hier überall verteilen. Eine merkwürdige Art vorzupflanzen. Ah, okay. Ich werde wohl drei dieser Punkte finden müssen. Da waren ja wohl drei Abschnitte da gerade in diesem Bereich. Und dann kann ich vermutlich in das nächste Areal. Sehr interessant. Können die mich eigentlich sehen? Sind das hier Gitterwände? Oder guckt ihr jetzt die ganze... Nee, er geht wieder zurück. Okay. Aber dann muss ich ihn leider aufessen, bevor er auf mich schießt. Gut ausgerüstet sind die ja nicht, ne? Laufen die hier mit so Faustfeuerwaffen rum? Ja, hier eine Pistole. Ach, da ist... Jetzt sehe ich erst, dass da auch ein Gitter drauf ist. Warum komme ich da nicht durch? Aber, ja, schon das Rätsels Lösung gefunden. Oh, den muss ich leider auch schnell fressen. Oh, ich scheint kleiner zu werden. Ich muss wieder Menschen fressen. Das ist ein Satz, den man nicht aus dem Kontext rausreißen sollte. So, ab da hoch. Ach, guck mal, hier hätte ich auch noch irgendwas machen können. Ja, da komme ich aber nicht durch. Ich habe irgendwie das Gefühl, das sieht so aus. Da sind diese Lücken zwischen das und... Hey, Moment mal! Da ist doch jetzt gerade der... Tentakel durchgekommen. Uiuiui. Ah, okay, da komme ich aber nicht dran. Ich
muss wohl mein Monster sein aufwerten. Komme ich hier durch? Da komme ich durch und da runter. Kommen wir gerade erstmal hier lang. Geht das? Ah, das sind Pfeile, die. Jetzt sehe ich das erst, dass da auch Pfeile drin sind, die in die Richtung zeigen. Aber warum sollte dieser Kanal für das Monster nur für die eine Seite zu begehen sein? Na egal. Die Menschen kann ich da wohl überall fressen. Hey, wer schießt da? Ach, habe ich ihn am Leben gelassen? Oder einen Sie dem Schrei nach zu urteilen? Jetzt habe ich die Lampe gegriffen, dabei wollte ich doch hier noch den Torso aufessen. So, komm her, du leckerer Torso. Aber die Beine natürlich auch. Diese Kreatur ist kein Kostverächter. So, das dürfte dann der zweite Bereich gewesen sein. Ja, definitiv. Drei Stück braucht es. Sehr unterhaltsames Spiel. Mir gefällt auch das Konzept. Ist ein bisschen wie bei Man Eater, wo man dann einfach mal von der. Also jetzt natürlich nicht vom Gameplay her, aber wo man einfach mal die andere Seite spielt. Den gefährlichen Hai oder in diesem Fall eben diese gefährliche Tentakelkreatur von einer anderen Welt. Ist das eigentlich der Bereich, wo ich ganz am Anfang rauskam? Obwohl, ne. Ist ja alles zu. In den Hebel komme ich nicht, ne? Dann gehen wir mal wieder woanders lang. Ne, speichern brauche ich jetzt nicht. Da komme ich aber nicht durch. Da geht es dann auf die andere Seite. Naja gut, wir wären ja kein Monster der Klasse X, wenn wir nicht irgendwo einen Ausweg finden würden. Wenn ich das drücke, sehe ich gerade von unten rechts auch noch so Wälder auf mich zukommen. Dass der Weg ist, wo ich hin müsste, aber hier war ja kein Weg mehr. Hier kann ich nur speichern. Da komme ich nicht runter. Hier komme ich nicht hoch. Was, wenn ich das hier mache? Da oben, okay, aber da kommt, naja, da gibt es keinen Weg hin. Da gibt es keinen Weg hin. Tentakli muss ich einen anderen Weg suchen. Aber es gibt keinen. Okay. Was übersehe ich denn hier? Ist hier noch irgendwo was, was ich irgendwo rausreißen kann? So ist. Ah, jetzt habe ich neue DNA absorbiert. So, ich kann jetzt noch was verschießen. Gefällt mir doch außerordentlich. Das muss ich mir merken, dass ich ein bisschen mehr an den Dingern rumrütteln muss und da meine Fähigkeiten freischalte. Okay. Kann ich damit, verbrauche ich damit eigentlich irgendwas? Ich habe da oben so einen Energiebereich, so einen gelben. Aber scheinbar kann ich das unendlich einsetzen. Gehen wir mal hier.
Ach, an der Stelle war ich doch auch schon. Sehr schön. Reiner. Das nennt man nochmal Fortschritt. So, jetzt probieren wir mal was aus. Sind die denn gestorben oder leben die noch? Nein! Ey, so geht's nicht. Da ist mir erstmal Menschen. Ja, das hat wohl nichts gebracht, auf mich zu schießen mit euren armseligen 9mm Pistolen. Da könnt ihr doch so wimmern. Oh, da hat wohl auch noch einer gelebt. Da sind noch Beine. Was ist denn das Grüne, was eigentlich aus meinem Rachen kommt? Ist das schon mein Speichel? Na komm! Ich muss rausreißen. Oh, manchmal sehe ich einfach nicht, dass vor mir noch in der Tür was ist. So, gucken, wo ich jetzt hier lang kann. Kann ich hier hoch? Mhm, da komme ich nicht durch. Dann gibt es nur einen Weg. Es passt mir nicht, dass die alle bewaffnet sind. Ich muss sie zu schnell umbringen. Das ist eigentlich nicht die Idee dieses Monsters. Die Idee dieses Monsters ist Rache. Jetzt öffne ich das da, aber ich habe ja einen von diesen Bereichen noch gar nicht freigeschaltet. Da unten rechts ist er. Ich sehe ihn. Und da bewegen wir uns weiter durch die Schächte. Wer hat das eigentlich hier gebaut? Das sieht alles so... Ach, die Kreatur ist auch wieder hier auf Reisen. Den Hebel kann ich nicht betätigen. Da komme ich nicht durch. Demnach geht's hier lang. Moment. LT. Achso, das ist diese Sache, ne? Das Monster ist wütend. Hui. Ach cool, hier kann man nicht nur speichern, hier kann man auch seine Biomasse zurückgewinnen. Aber ich bin, glaube ich, nicht oft getroffen worden. Die Menschen eh gefressen, ne? Kann mir eigentlich gar nichts passieren. Dann gehen wir nochmal hier lang. Müssen wir mal eben gucken, wo denn dieser letzte Bereich war, wo ich hin muss. Ja, da war ich ja auch schon. Die Schalter habe ich schon betätigt. Jetzt nochmal hier runter. Zack! Okay, ja, jetzt bewege ich mich im Kreis. Ach, da wollte ich doch jetzt gar nicht runter. Na, toll. Da, ich höre Menschen. Ich höre Opfer. Da unten? Ja, ich bin hier richtig. Mensch. Gott. Erstmal. Oh! Ja. Oh, naja. Ich wollte ihn eigentlich nur erschrecken. Hm, blöd, dass du keinen Schlüssel hast, um hier rauszukommen, ne? War der hier Gefangene? Da. Ach, herrlich. Also hier kann ich... Doch, mach was. Ja! Ja.
Erstmal mache ich hier noch das ganze Equipment kaputt. Was wäre ich denn sonst für ein Monster? Oh, hier komme ich nicht durch. Jetzt muss ich erstmal zu diesem Bereich, ne, wo ich jetzt gerade alle drei Elemente geöffnet habe. Das ist hier oben, oder? Ja. Squeezen! Ich hier raus. Okay. Seals breach 50%. Biomass samples lost 100%. Okay. Containment unit ist noch locked. Status ist breached. Sagt mir jetzt nicht viel, weil ich nicht weiß, was die Achievements sind, die ich erreichen muss. Da, Squeeze In finde ich immer gut. Ah! Machen wir was Neues. Was ist hier passiert? Ah! Ich bin ein Mensch. Ich will kein Mensch sein. Kann ich die anderen Leute in das Rotoblatt hier reinschubsen? Durch. Okay. Ja. Ey, Moment, was war das? Examine. Ja, guckt sich erstmal an, nachdem er gelandet ist, aus dem, was für einem Helikopter überhaupt ankam. Das ist eine Drohne. Hält LTR, ja, holt LTR on to run, habe ich schon gesehen. Klein Blenders, okay, ist auch easy. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wird sie das hier zusammenfügen wird. Das ist vermutlich das, worum es hier geht, oder? Oh, ich war nicht weit genug oben. Die Menschen und das Monster zusammenzuführen, oder? Ha. Pull, komm, zieh. Die anderen helfen mir überhaupt nicht. Das ist wie in jedem anderen Computerspiel auch. Ganze Arbeit macht man selber. Oh, extra mein kann ich auch noch machen. Patch of Diluvian Moss. Okay. Dann haben wir hier noch was. Was das gleich ist. Ja. Gut. Halten wir uns nicht zu lange damit auf. Ich will eigentlich nicht zu lange diesen Menschen hier spielen. Hier an der Tür was machen? Nö. Oder stellt sich vielleicht am Ende raus, dass dieser Mensch in irgendeine Suppe reinfällt und sich dann in diese Kreatur verwandelt. Das könnte natürlich auch sein, oder? Erstmal ein bisschen C4. Oh, schnell weg hier! Was macht der Typ da? Explodiert er jetzt? Okay, Knochen und trockenes Material. Ja, was passiert jetzt? Explodiert das C4 jetzt, oder? Ah, sehr schön. Der Fernseher. Irgendwie gefällt mir die minimalistische Grafik bei dem Spielprinzip ganz gut. Das war dann schon der Menschenpart. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Mit dem Protagonisten. Hey, warum ist das offen? Haben die Leute mir das aufgemacht? Oder war das, weil ich in diesem Ding da gerade drin war? Ja. Also irgendwie würde ich es ja trotzdem noch cool finden, so eine Art Karte zu haben. Ich sehe zwar, dass ich an einige Gebiete zurückkehre, an denen ich schon war. Was kann ich hier mitmachen? Weg damit! Ich bin das Rage-Monster. Aber dennoch wäre es doch sehr schön, wenn ich mir einen besseren Überblick verschaffen könnte. Aber wahrscheinlich ist Kartografieren nicht die Stärke dieser Kreatur, sondern eher massakrieren.
Okay. Ah ja, hier kann ich mich wieder squeezen. Und, was nun? Ah, bin ich jetzt in den Uranminen. Auch hier ist das Monster wütend. Zerstört alles an Ausrüstung. Das Design von diesem Geschöpf. Ich weiß gar nicht, wie ich es genau beschreiben soll. Ist schon ein bisschen das Ding aus einer anderen Welt, oder? Ist übrigens ein echt guter Film, auf den ich mal wieder Lust hätte. Ist ein Horrorfilm, der wirklich gut funktioniert, weil er sehr viele Verdachtsmomente offenbart und außerdem die Menschen sich nicht wie absolute Holzköpfe benehmen. Ich finde, das ist ein wichtiges Element bei einem Horrorfilm. Wenn die Leute sich einfach nur wie Vollidioten benehmen. Einer weg. Kann man sich ja nicht mit denen identifizieren. Dann finde ich es schwierig, überhaupt in diese spannenden Emotionen hineingezogen zu werden. So. Das ist natürlich auch clever, den Rücken zu kehren an die Stelle, wo das Monster schon war. Mal gucken, was er jetzt macht. Ob er auch der typische Computerspielcharakter ist. Ach, Moment mal, da war gerade ein Monster und hier liegt ein Torso rum. Ja, schieß nur auf deinen Kollegen. Moment mal, da war doch ein Monster. Diese Beine kenne ich doch. Die waren doch von Steve. Ja, etwas mehr Vorsicht hätte ihm gut getan. Wie kann ich da nichts liegen lassen? Ich bin wie so ein Autist. Oh, die Beine kann ich da nicht liegen lassen. Die müssen gefressen werden. Ist das, kann ich das wegmachen? Kann ich. Ah, da kann ich eh nicht durchschießen, ne? Da ist. Ja. Ah ja, hier hätte ich mich von der anderen Seite noch nähern können, aber irgendwie fand ich die Strategie jetzt ganz, ganz witzig. Okay, hier ist der nächste Bereich, den ich erreichen muss. Auch wieder drei dieser Biomassen, die ich verteilen muss, um die Tür zu öffnen. Aber erstmal habe ich ein bisschen Durst. Köstlicher Mandarinensaft. Da kann ich aber auch durch, aber wir gehen jetzt trotzdem hier lang. Ha! So, breite deine Biomasse aus. So. Einen bekommt, zwei zu gehen. Ab hier runter. Oh, der hat mich schon gesehen. Oh, der hat der eine krassere Ausrüstung? Moment mal, was war das? Nee, das kann nichts gewesen sein. Oh, es ist schlimm. War nicht noch gerade einer meiner Kameraden da? Das wird mich nicht sehen können, oder? Die Beine kann ich hier noch ganz genüsslich verschlingen, ohne von irgendwelchen Menschen mit ihren lächerlichen Projektilen abgehalten zu werden. Moment mal! Was war das? Okay, das ist schon ganz witzig, wie man die Menschen ablenken kann. Und der weiß auch nicht, wo wir sind. Jetzt habe ich von unten das Gitter aufgerissen und bin von oben gekommen. Ja, da in die Ecke rein. Das Problem ist, dass hier niemand den Arsch rettet. Und ja, ein Mensch mit Pistole, das ist ja schon. Ja, das ist richtig. Eine köstliche Mahlzeit. Die Waffe durchgeladen.
Da siehst du meine Tentakel? Siehst du meine Tentakel? Siehst du meine scharfen Zähne? Boah, hätte ich das Spiel früher abgefeiert. Mit 15, 16. Nicht, dass ich es nicht jetzt auch tun würde. Oh, da sind schon wieder. Mensch, oh, eine größere Gruppe. Die könnte mir vielleicht gefährlich werden. Ah, nee, nur eine Person ist bewaffnet. Also ist auch klar, wen ich mich als erstes stürze. Oh, Moment mal. Also Leitern werden hier schon mal gar nicht gegangen. So, jetzt einmal so ein. Einmal hoch und dann runter. Nein. Ich möchte Ihnen nur in die Hand geben. Guten Tag. Schön, Sie zu treffen. Dies ist ein kultureller Austausch. So begrüßt man sich auf unserem Stern. Aber auch die Beine werden nicht zurückgelassen. So, her damit. Ich sehe schon, ich mache das Spiel wieder viel zu lange. Viel länger, als es sein müsste. Die Lampen mache ich auch noch kaputt. Aber Licht brauche ich scheinbar nicht. Ah, da ist er weggeflogen. Lebt er noch? Ich möchte ihn eigentlich nur fressen, wenn er bei Bewusstsein ist. Ja, wundervoll. Nur so gefällt mir das. Wo wollten Sie denn hin? So, ich gehe erstmal hoch. Oh, was ist denn das da? Elite-Soldaten. Aber komme ich hier hoch? Hier komme ich durch. Ja, gut, hier kann ich jetzt noch nicht so viel machen. Ja, ich habe ja unten, glaube ich, noch eine Alternative gehabt, und zwar genau rechts lang. Ich hätte gehofft, dass jetzt hier ein Bereich ist, wo ich wieder neue DNA aufnehmen kann, um eine neue Fähigkeit zu bekommen. Kann ich denn hier oben? Ah, ich bin so blöd. Da ist der Schall. Ja, alles klar, schon gut. Die Tentakel bewegt sich manchmal ein bisschen komisch. Die sind schon ein bisschen klein. Oh, ist ein wieder für interessante Ausrüstungsgegenstände. Na, leider nichts geholfen, oder? Hey, kann ich den nicht fressen? Okay. Die haben scheinbar irgendwelche spezielle Anzüge an, durch die ich mit meinen Zähnen nicht durchkomme. Aber kann ich ihn hier runterstürzen lassen? Kein Mist, dass der. Ja, tschüss. Ich möchte nicht, dass der eventuell nochmal aufsteht. Ich denke, dass der trotzdem tot ist, aber ich will da kein Risiko eingehen. Au! Nicht auf das arme Monster schießen. Na komm schon, jetzt stell dich mal ein bisschen dümmer an, bitte. Zwei Lebensenergiepunkte verloren. So. Wir gehen jetzt hier runter. Was ich jetzt erstmal mache, ist meine Biomasse wieder auffüllen. Ja, so wollen wir das. Euer Fortschritt war nichtig. Hier kann ich jetzt wieder was machen. Squeeze in. Mal gucken, was ich jetzt kann. Damage when cars and wooden walls slash enemies. Okay. Ja, okay, verstehe. Oh, das kann ich nur begrenzt machen, oder was? Ha, das waren schon alle Bereiche. Oh, ich werde immer größer. Hey, wieso ist das wieder zu? Damit ich das hier ausprobieren kann. Ja, okay.
Ja, sehr gut. Dann werden wir uns den nächsten Bereich mal ansehen. Hervorragend. Ja, da sind wir. Squeeze in. Ah. Gut, so können wir die Bereiche auch nochmal wechseln. Also haben wir auch schon wieder was gelernt. Ja, dann gucken wir mal weiter, was dieses Monster noch so alles drauf hat.